Tage. So wird er genannt werden. Ganz einfach Tage. Und so einfach aber herzlich gestartet er seine erste Vernissage von diesem Jahr im Restaurant Bar der One in dem kleinen Basler Kulturrestaurant auf dem Kasernenareal. Der Tage als eins von sechs Kindern hat die künstlerische Laufbahn eingeschlagen. Vorher ist er vom Kinski in die Realschule und Gymnasium und hat dann gefunden, dass ich doch nichts für ihn. Als eidgenössisch prüfter Redigeur hat ihn dann, nachdem der Beruf ja nicht mehr aktuell ist, das Reisefieber gepackt und hat zu Fuß Italien sechs Monate lang unsicher gemacht und nach seiner Rückkehr hat er mit Schwielen an der Hand beim Grafiker Hunziger seine Brötchen verdient. 1980 hat er gefunden, dass selbstständig sein das A und O sei und siehe da, heute ist sein Name in der Kunstszene bekannt und nicht mehr wegzudenken. Sein Hunger nach Welt stillt er mit Malkursen in Österreich, Mallorca und Kenia. Bei seiner riesigen Vielfalt der künstlerischen Arbeit ist das heutige Atelier nicht nur preislich, sondern auch räumlich ein Schnäppli. Seine Illustrationen zu den Kochbüchern sind genauso bekannt wie seine Kochkunst. Ins Wallis geht er dann immer wieder, um sich und seine Seele zu erholen. Er ist auch stolz, dass er mit dem Pirmin Zurbrücker Kontakt hat und für ihn auch eine wunderschöne Uhr hat kreieren können. So viel zum Tage.